Angela Merkel soll Kanzlerin bleiben, weil sie ein besseres Konzept hat, Deutschland aus der Krise zu führen als alle anderen. Ich unterstütze Angela Merkel, weil sie eine bewundernswerte Frau ist, der ich vertraue und die ich mir für die Zukunft meines Landes wünsche. Ich unterstütze Angela Merkel und die CDU, weil sie die Kraft haben, Deutschland aus der Krise zu führen. Ich bin dafür, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, weil sie Deutschland in der Welt gut vertritt. Ich wähle Angela Merkel aus dem Grund, weil sie bewiesen hat, die Finanzkrise bewältigen zu können und darüber hinaus für einen vollkommen anderen Politikstil steht. Ich finde, Angela Merkel soll Bundeskanzlerin bleiben, weil sie gerade in der Finanzkrise gezeigt hat, dass sie für eine verantwortungsbewusste Politik steht. Angela Merkel ist meine Bundeskanzlerin, weil sie Politik nah am Menschen macht und mir das Gefühl gibt, als Führungspersönlichkeit mich gut aus der Krise herauszuführen. Weil sie eine starke Frau ist, die ein Konzept für den Weg aus der Krise hat. Angela Merkel muss Kanzlerin bleiben, weil sie Vertrauen ausstrahlt und für Sicherheit steht. Angela Merkel für Deutschland, da sie ihre verantwortungsbewusste Politik fortsetzen soll und sie mein vollstes Vertrauen hat. Angela Merkel sollte Bundeskanzlerin bleiben, weil sie als Führungsfigur der Union Deutschland wieder nach vorne bringt. Angela Merkel soll Kanzlerin bleiben, weil ich für starke Frauen in der Politik bin. Also ich möchte, dass Frau Merkel Bundeskanzlerin bleibt, weil ich denke, dass sie diejenige ist, die unsere Gesellschaft so prägen kann, wie ich sie gerne hätte. Angela Merkel soll Kanzlerin für Deutschland bleiben, weil sie in der Lage ist, nicht nur Basta zu sagen, sondern auch zuzuhören. Ich wähle Angela Merkel, weil ein Linksruck in Deutschland verhindert werden muss. Angela Merkel bleibt deutsche Bundeskanzlerin, weil sie Verantwortung für Deutschland übernehmen kann.